Motor aus. Oh. Ich rutsch immer noch, und immer noch. Die Sounds sind der Wahnsinn. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warzone. Wir sind auf dem Dev-Server für den nächsten Patch 1.91 und hier sehen wir schon eine Neuerung. Die F4C Phantom 2 kommt. Gott sei Dank ist es nicht die Phantom 1, die hatte nämlich keinerlei Nahbereichsbewaffnung. Aber hier haben wir die Phantom 2 und diese drei Pots hier sind tatsächlich 20mm Kanonen. Da werden wir gleich einsteigen und eine Lightshow verursachen. Großartiges Teil. Ja, das ist eins der neuen Fahrzeuge, die hier mit dem Patch dazukommen. Es kommen auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Nachtsicht und Thermalsicht. So, aber zuerst mal, die Amerikaner bekommen bei der Luftwaffe eben die F4C Phantom 2. Dann haben wir bei den Deutschen den komplett neuen Baum. Denn, ja, die Maus ist verschwunden. Wir haben jetzt den Ostwind. Wir haben jetzt den Ostwind 2. Und wir haben nun den M48A2. Damit haben wir zwei M48s im deutschen Baum. So, ansonsten nichts Neues hier. Bei der Luftwaffe gibt es aber etwas Neues. Nicht bei den deutschen, Moment, wo bin ich? Doch, da. Die G91. Die können wir uns mal kurz angucken. Ein italienischer Flieger auf Seiten der Deutschen. Nun hier ebenfalls zu erspielen nach der Horten. Jupp. Wie gut das. Dann haben wir bei der Flotte etwas komplett Neues, und zwar die Admiral Hipper, als mittlerweile eines der größten Schiffe neben der Mogami, ne? Also ordentlich. Und da haben wir das gute Stück, die Admiral Hipper. Muss man weiter rauszoomen, weil das Teil ist wirklich riesig. Also für diejenigen unter euch, die gerne mit Schiffen fahren, ne? Neues Futter für die Deutschen, und ich denke mal, das Teil kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Großartig. So, dann haben wir auf Seiten der Sowjets einiges Neues. Also die haben zwar erstmal hier die Tschapajew neu, ne, als Schiffchen. Wenn wir schon mal bei Schiffchen sind, können wir uns die auch nochmal angucken. Ist halt eher ein leichter Kreuzer im Gegensatz zur Hipper, aber ein schöner Kreuzer. Und dann haben wir auf der Luftwaffe was komplett Neues. Und da freut sich der Evil zum Beispiel ganz, ganz übel. Und zwar haben wir endlich die MiG-21. Die MiG-21 hat es ins Spiel geschafft, schafft hier allerdings keine Macht 2. Finde ich sehr, sehr schade. Sollte sie eigentlich schaffen. Damals schnellster Abfangjäger der Welt. Und Darf ich dich da kurz korrigieren? Sie schafft sie schon, aber auf erster Höhe. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht, es geht nicht. Tatsächlich. Aber gut. Ach Gott. Es gibt übrigens neue Sounds hier, die werden wir auch gleich hören. Dann, kann ja immer noch sich alles ändern, das ist ja ein Dev-Server. So, dann beim Heer gibt es hier auch bei den Russen etwas komplett Neues, und zwar das Objekt 685. Den kann ich euch heute leider nicht zeigen, weil ich die noch nicht freigeschaltet bekommen habe, aber macht nichts, wir gucken uns das so an. Das ist quasi der Nachfolger des 906 und ja, schwimmfähig. Östlicher Turm, gute Kanone, schwimmfähig. So, dann haben wir bei den Großbritanniern nichts Neues bei den Panzern, aber wir haben nun die, na, wo sind sie? Die Swift F1 und Swift F7 als neue Flugzeuge. Na, für diejenigen unter euch, die gerne mit den Briten hier fliegen, ihr habt ja neues Futter. Sieht aus wie ein Abfangjäger, Jagdbomber, irgend sowas. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich, bei Flugzeugen bin ich raus. Bei moderneren Flugzeugen. So, dann kommen wir. Achso, die haben ja, glaube ich, auch ein neues Schiffchen, ne? Die Amerikaner hatten ein neues Schiffchen, die Atlanta. Die Briten haben auch ein neues Schiffchen. Die Briten haben auch eins, aber warte mal, ich bin kurz bei der Atlanta. Wo ist die? Ich sehe sie nicht. Also untere Kreuzer Mitte. Da ist er, genau. Bei den Schiffen kenne ich mich halt echt nicht aus, die fahre ich nicht. So, die Atlanta kennen wir auch aus World of Warships, ne? Fieses Ding. Und bei den Briten, was haben die? Auch die haben die Arethusa. Kreuzer. Genau, die Arethusa, für die Schiffchen unter euch. Zudem noch die Helikopter. Genau. Britische Helikopter, weil wir haben ja noch nicht genug Helikopter im Spiel, brauchen wir jetzt noch britische Helikopter. Und zwar den Lynx, den Wasp und den Scout. Ja, dann haben wir auch noch den G-Lynx für die ganz crazy, die ein bisschen Geld ausgeben wollen. Ja, Lynx sind ja teilweise heute noch im Einsatz. Also kann man durchaus, denke ich mal, wagen. So, dann haben wir Japaner. Japaner haben etwas Neues, und zwar bei den Fahrzeugen.
Das Ding müssen wir gleich mal zeigen. Wir sind ja gerade hier nämlich noch mittendrin, ne? Wir wollen ja hier unsere Reihe fertig kriegen. Und die haben jetzt den Typ 75. Das ist eine Artillerie. Ist hier aber ein Jagdpanzer drin. Mit einer 155mm Kanone. Mit funkferngesteuerter Explosionsmunition, die über den Panzer explodiert. Was es nie gab. Aber hier funktioniert's. Das heißt, ihr schießt über einen Panzer und die Granate explodiert automatisch über den Panzer und räumt ihn weg. Auch hinter Hindernissen. Werden wir gleich sehen. Fieses Ding. Echt fieses Ding. Und haben sie bei der Luftwaffe noch was Neues? Ich muss mal kurz gucken. Nein. So, dann haben wir, China, gehen wir gleich drauf, das sind nämlich auch neu. Bei den Italienern gibt es ein neues Flugzeug, die BF-109G hier oben, ne, die G2. Auch hübsch. Also der Skin gefällt mir richtig, richtig gut. Überhaupt die ganzen neuen Skins, ne? Wer die Phantom am Anfang gesehen hat, echt viele Details. Und hier unten haben wir die CL-13, die Vampire und die RAE 2005 sowie die F-86K. Also hier neues Futter für die italienischen Flieger unter euch, falls ihr das wollt. Hier haben wir einen Briten mit drin. Mit italienischer Kokarde. Ja. Und sie haben auch ein neues Fahrzeug. Den Ariete PSO, der ist bei mir noch nicht ausgebaut. Den kann man theoretisch noch weiter panzern, als er jetzt schon ist. Und das Ding sieht aus wie ein Brite fast. Ja, angefangen mit Leo, in Richtung Brite jetzt gegangen mit Zusatzpanzerung. Man kann hier auch noch freispielen, dass da noch mehr Panzerung rankommt. Und fieses Ding, fieses Ding. So. Habe ich irgendwas vergessen? Frankreich. Ja, doch. Die Sidam habe ich vergessen, genau. Habe ich gerade bemerkt, als ich weitergeklickt habe. Ja, die Italiener bekommen natürlich noch einen M113 oben mit Sidewinder-Raketen. 6 Stück an der Zahl. Weil braucht man ja. Und natürlich auch noch die 20mm Maschinenkanonen. Ist ordentlich. Der dürfte interessant werden. Sieht auf jeden Fall cool aus. So, bei den Deutschen und auch bei den Italienern gibt es nun auch noch einen weiteren Hubschrauber. Und zwar einen 10.0er, den Eurocopter. Den Tiger. Und der hat tatsächlich keinerlei Bordbewaffnung, sondern nur Raketen. Aber ich habe den tatsächlich damals in der ILA gesehen, als der neu war. Und der kann Kringel drehen, theoretisch. Also, ne, der kann Loopings. Ich weiß nicht, ob er es hier im Spiel kann, aber im Original kann er es. So, interessant ist auch, wir haben oben eine Optik auf dem Rotor. Funktioniert die? Das wäre natürlich hart. Ja, wahrscheinlich schon. Die funktioniert. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und es gibt auch noch einen weiteren Premium-Helikopter, weil wir brauchen mehr Helikopter. Auf Seiten der DDR. Der sieht ein bisschen schräg aus. Gefahr. Ja, eine Mi-24. So, auf Seiten der Italiener haben wir das gleiche. Auch hier haben wir, was war das, Frankreich? Frankreich war es. Mhm. Franzosen, auch die haben den Le-Eurocopter. Le-Eurocopter in einer anderen Färbung. Ja, gut. Weiter geht's. So, dann gehen wir mal nach Frankreich. Und Frankreich hat von den Fahrzeugen her etwas, nur eine Neuerung. Und zwar ein Panther namens Dauphin für 6090 Golden Eagle. Das ist ziemlich teuer. Und dann bekommt ihr einen waschechten Panther D oder F mit französischen Hoheitszeichen. Dauphine. So. Haben sie noch an Flugzeugen was Neues? Muss mal kurz gucken. Nein. Okay. Nein. So, dann China. China ist jetzt geil. China ist ein Best-of. Ja, ihr fangt an hier mit so klapprigen Mühlen, aber der chinesische Baum, der beinhaltet sowohl Fahrzeuge als auch Flugzeuge. Und das ist ein absoluter Best-of-Baum. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Wahrscheinlich, weil China einfach in jede Richtung eingekauft hat, schon immer. Und das ist echt heftig. Aber gut, gucken wir mal. Hoppala. Hab ich verklickt. So, hier, Flugzeuge. Wir fangen an mit I-16, ne, den Sowjets. A-29, weil warum nicht? Dann haben wir Japaner mit drin. Ki-27, Ki-43, Ki-44 und Ki-61. Auf der linken Seite haben wir P-66, P-40E1 und P-43 sowie die P-47. Also Amerikaner, Japaner und auf der Seite hier SBs und DBs.
ist ordentlich was dabei, ne? Ich sag ja, ist ein Best-of. So, dann geht's unten weiter mit den Russen. Da haben wir wieder die I-16 und die LA-9. Und die LA-9 ist hier sehr, sehr stark. Zusammen mit der P-51. Und die sehen alle echt fantastisch aus, ne? Das darf man nicht vergessen. Die Skins sind fantastisch. Die sehen richtig, richtig gut aus. Sexy, sexy. So, weiter geht's mit der P-51K hier auf der Seite. Auf der anderen Seite haben wir die TU-4, also nochmal ein Bomber. Und die sehen echt richtig gut aus, die Sachen. Dann haben wir einen neuen Premium-Flieger, eine MiG, was ist das, 17? Gucken wir mal. Ja, MiG 15 sogar. Ist nur eine MiG 15, aber sieht auch gut aus mit dem nordkoreanischen Zeichen. Schick, schick. Dann haben wir hier eine MiG 9 als ersten Strahltriebwerkler sowie die F-84, weil warum nicht, man kann ja auch beides einbauen, sowie die Saber, die ist ebenfalls drin. Eine taiwanesische Saber. So, und da wir jetzt hier das gespaltene Land haben, ne, Republik China und China, deswegen haben wir hier auch die Amerikaner mit drin. Sieht echt gut aus. Und hier geht's weiter mit der MiG 15, der MiG 17, mit chinesischen Hoheitszeichen. Dann haben wir die MiG 19 hier in der J6A-Version. Da haben wir sie. MiG 19. Krasses Teil. Und sie bekommen natürlich ganz zum Schluss ebenfalls die MiG 21 in Knallweiß. Das sieht so hammergeil aus. Was für ein schönes Flugzeug. So, also, das waren die chinesischen Flugzeuge, ne, inklusive mit IL-28, sind die also auch wirklich gut bestückt, das kann man nicht anders sagen. Und beim Heer sieht es ganz ähnlich aus, ne, wir fangen an mit dem M8 und dem, wie heißt der, Greyhound, dem kleinen Radfahrzeug der Amerikaner. Und weiter geht es mit dem T-26, also russischer Panzer, über den japanischen Panzer Chiha M3A3 Stuart. Und den Shihakai. Interessanterweise haben wir hier auch den LVTA-4 CIS-2. Das Ding gab es mal in einem Event für die Amerikaner zu erspielen. Hier ist ein Baum. Na, schönes Ding. Schwimmpanzer mit Riesenkanone. Dann haben wir den M5, den M24 und die Su-76. Also wieder Russen und Amerikaner zusammen mit dem M4 als Premium. Also hier haben wir mal wieder einen Sherman mit gelbem Turm. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Hat ein paar Augen und eine Tatze drauf. Frag mich nicht, warum das so ist. Chinesen. Sieht ein bisschen komisch aus, das Ding. So, dann haben wir T10s, T34, M4, M18. Und hier haben wir was Interessantes. Das Ding gab es auch früher mal zu erspielen für die Russen. Ein T34 mit 37mm Doppelkanone. Interessant, interessant. Aber das MG ist rausgenommen. Und auch den gibt es hier normal im Baum zu erspielen, genauso wie den PT-76, den Nachfolger und den Type 62. Falls ihr da draußen den Type 62 mal verpasst habt, hier könnt ihr ihn wieder erspielen und den gibt es dann halt für die Chinesen und nicht für die Russen. Ja, schönes kleines Ding, ein bisschen ungenau. Und dann gibt es natürlich auch IS-2, M36, die haben das Beste von allem. Das ist echt übel. So, dann der obligatorische Type 59, ne, muss ja sein. T-54 Version der, also T-54 Mod 54er Version des T-54s. Und ihr seht schon, guter Turm, guter Umbau, sieht fantastisch aus, ist aber wahrscheinlich sehr langsam. So, dann haben wir den Typ 69, den direkten Nachfolger. In Richtung T-62 geht der. In Richtung. Ja, T-55, okay. So, was haben wir noch? Wir haben den M113A1 mit Tau. Also wie gesagt, das Beste von allen. Die Chinesen sind echt gut aufgestellt, kann man nicht anders sagen. Die haben nicht so viel Kram, aber die haben echt guten Kram. BMP-2 hier. In der Version ZBD-86. Das ist sogar nur BMP-1. Okay. Also, nicht verkehrt. Und die BMPs werden jetzt sowieso sehr stark, weil man jetzt den Motor ausmachen kann. Und dementsprechend hört man die Dinger nicht mehr. Dann haben sie auch noch einen M48. Den A1. Also, Kampfpanzer ist auf jeden Fall gesorgt. Und ganz zum Schluss haben sie hier den
ZTZ59D1, was nichts anderes ist als ein... Ich habe keine Ahnung, was das ist. T55 Kampfwertsteigerung. So sieht der aus. Mit ihrer Panzer. Okay, Panzerung. Und hier unten haben wir noch den Amerikaner. M48, ebenfalls mit reaktiver Panzerung. Und die ist ziemlich stark gestapelt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht gut aus. Irre. So, also, soviel zu den Chinesen. Interessanterweise, es gibt jetzt gerade ein Vorbestellerpaket für das Flugzeug. Hier die Shenyang F5, das ist die MiG-15 und den T-62 zusammen. Ja, beides für 72 Euro. Also zwei große Achter. 8,3er. Und wenn wir uns den hier mal angucken, ist halt nichts anderes als ein fantastischer T-62, einer der besten Panzer im Spiel. Als Premium auf Stufe 8,3. Und die anderen werden kotzen. Das kann ich gleich sagen. Weißt du, die Russen haben nur einen T-55 allem und die haben gleich einen T-62. Irre. Übrigens mit Infrarot und auch das funktioniert. So, wir können uns das ja mal angucken. Wir gehen jetzt mal kurz in ein Spiel. Wir werden jetzt einmal die Phantom zeigen, wie sie sich fliegt und die neuen Sounds vor allen Dingen. Und wir zeigen auch die neue Mechanik mit dem, ups, jetzt habe ich mich verklickt, mit dem Nachtsicht und Thermalsicht. So, hier haben wir die NVD, die muss man freispielen auf allen Amerikanern, auf allen Deutschen, auf allen Russen und so weiter. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Russen haben zum Beispiel inklusive dem Panther 2, der das auch hat, haben Infrarotscheinwerfer und spätere Fahrzeuge kriegen Thermalsicht. So. Und das ist hier mit NVD abgekürzt. Alle Fahrzeuge haben das ab Stufe 8.0, also ab den M48 zum Beispiel bei Deutschen. Und ja, wir gucken einfach jetzt mal rein. Viel Spaß. So, wir sind hier mitten in der Nacht. Ich kann ja mal die Nachtsicht ausmachen. Und ja, es ist halt ein bisschen duster. Wir machen die Nachtsicht mal wieder an. Die funktioniert auch außerhalb. Und da wir jetzt hier ein bisschen auf der Lauer gelegt haben, werden wir den Motor ausmachen. Es gibt jetzt einen Knopf, um den Motor auszumachen. Großartig. So, wir können auch in die Thermalsicht gehen, aber dafür müssen wir in den Schützen wechseln. So, und da haben wir die Thermalsicht. Diese können wir auch umschalten. In invertiert und normal. So, und da hören wir schon den ersten. Und ich weiß nicht, wer es ist, aber bleib mal bitte stehen. Freige. Aua, ihr seht's, ne? Das sieht so hammer aus, wie er da hinten diese riesige Wärmesignatur hinter sich herzieht. Oh ja. Schieß mal nochmal. Die Kanone wird sich jetzt langsam aber sicher erwärmen. Und du hast gerade so eine schöne Reload-Zeit hier. Leg mal weiter los. Sieht schon geil aus. So, jetzt knipsen wir ihn mal aus. Wir knipsen ihn nicht aus, aber er brennt. Wenn wir es ausmachen, sehen wir es halt nochmal. So, und man sieht hier wirklich sehr, sehr schön, ne? Wie gut sie das mit dem Thermal hinbekommen haben. Ist so leicht verwaschen und da haben wir Evil Chicken. Leider ist er ein bisschen tiefer. Wir müssen mal ein bisschen vorfahren. Ich muss mal den Motor anmachen. Der ist zu klein. So, da sehen wir jetzt anhand der Ketten und des Motors, wo die Turbine ist. Jetzt brennt er auch noch. Gucken, ob wir dich explosionsartig hinkriegen. Ah, leider nicht die Munition erwischt. Wir warten mal kurz auf die Explosion, weil das sieht echt fantastisch aus. Geh mal raus aus dem Panzer. Hab ich schon. Okay. Müsst ihr jetzt oh, da. Puff. Wir haben auch neue Sounds, ne? Wir hören jetzt die Turbine hier richtig, richtig gut. Wir haben neue Schussgeräusche. Klingt so fantastisch. Und da kommt Haubitzenfritz. Er ist halt knallweiß, ne? Guckt euch das an. So, jetzt brennt er. Ich schieß mal nicht mehr auf dich. Wir sehen jetzt hier durch den Brand, dass er vorne unglaublich sehr warm geworden ist. Und reparier das mal, mach mal den Motor aus. Dann müsstest du langsam aber sicher kühler werden. Jetzt müsst ihr hier, jetzt hast du den Motor wieder angemacht. Riedel, Motor aus, genau. Und jetzt müsste er langsam aber sicher abkühlen.
Es sieht so gut aus. Oh, er schießt auf mich. Oh, Mann. Friedel schießt mal mit dem 155er. Das ist halt der neue Japaner hier. Du wirst ein bisschen kühler, aber nicht wirklich viel. Das dauert, das ist Alu, ne? Aha. So, okay, er richtet aus. Der Sound ist der Hammer. Mach den Motor aus. Motor geht aus. Weige, muss den Motor noch ausmachen? Ist aus. Und schwupp wird das Rohr halt sehr schnell, sehr warm. Das kennen wir. Darauf stehen wir, das ist gut. Geht es noch höher? Oh, Evil, was hast du gemacht? In der Sauna oder was? Nö, es ist russischer Panzer wegen Kälte und so. Ich mach mal. Warte. Ah, das sieht so gut aus. Guck dir das an. Die Flammen daraus. Wahnsinn. Danke, Evil. So, und jetzt testen wir mal ganz kurz den Type 75, der diese Granaten, diese Annäherungsgranaten hat. Und wir haben da hinten ein Ziel. 155 mm sind ausgerüstet und wir sehen da hinten einen Freige im Panther 2 hinter diesem Container. Viel Spaß. Alter, T-72 da hinten? Irre. Du hast den hinter dem Container erwischt. So. Da haben wir die Granate mal kurz fliegen sehen. Hier rein und ist hier direkt über ihm explodiert. Irre. Absolut bösartig. Dafür müsstest du eigentlich bestraft gehören. Was für ein fieses Ding. Und zu guter Letzt sitzen wir noch in der F4 Phantom 2. Was für ein geiles Ding. Also auf die haben wir ja wirklich lange, lange Zeit gewartet. Jetzt als nächstes, ne? Tornado. Ne? Das ist ja Minimum. Das gehört sich so. Und wir gucken uns das Ding einfach mal an. Wir fliegen hier gerade ja, fast Mach 1. Wir können ja mal den Nachbrenner anschalten. Oh yeah. Okay. Mein Nachbrenner ist alle. Das ist jetzt ungünstig. So, 8G Belastung ist ja kein Problem, ne? So. Nachbrenner. Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Irre. Absoluter Irrsinn. So, jetzt sind wir Mach 1. 1200 km/h. Na, 1300. Gucken, ob wir die 1400 hinkriegen. Und da hört's auf. Also 1400 ist ein Maximum, mehr kriege ich hier nicht aus dem raus. Der ist komplett ausgebaut. Aber der ist so sexy. Das macht komische Dinge. So, und jetzt werden wir nochmal kurz die Bewaffnung testen. Denn wir haben hier zwar mannigfaltige Möglichkeiten. Wir können hier AIM-Raketen ransetzen, wir können Sidewinder-Raketen ransetzen, wir können Boll-Ups ransetzen. Aber ich habe mich jetzt hier mal für die 3x20 mm entschieden. Das ist ganz ordentlich, würde ich sagen. Ah, ist das geil. So, da haben wir Hobitzenfritz. Wir haben ihn getroffen. Aua. Gut, das soll es doch erstmal für heute gewesen sein.
mit der Übersicht über den kommenden Patch. Und ich sag mal so, Bugfixes wären schön, aber was hier jetzt gerade alles reinkommt, ist einfach wirklich Wahnsinn. Also da kann sich andere Spiele gerne was abschneiden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und bitte, bitte, Gadget, ne? Mehr Bugfixing bitte fürs nächste Mal. Macht's gut, bis bald, Amu. Tschüss. So, hier sehen wir mal den Panther 2, der es jetzt aus dem Baum rausgeschafft haben, mit dem neuen Infrarotstrahler. Und wir sehen, es wirkt ein paar Schatten. So, ich mach mal Infrarotstrahler an. Wir können auch woanders hin strahlen. Man sieht das vielleicht, ne? Das ist wie eine Taschenlampe. Ist noch leicht verbuggt. Wir sehen hier Schatten, die hier nicht hingehören. Das sieht echt gut aus. Aber der ist nicht ganz so stark wie der vom T80. Ist halt die erste Generation, ne? Du. Oh, echt. Das hier ist 1944. Ich kriege ihn lustigerweise auch nicht weit nach unten. Ja, die sind fest bei mir. Ich krieg den auch nicht hoch oder runter. Aber interessant. Interessant. Auch im August 2019 gibt es wieder richtig coole Leute, gerade aus der Herde. Die Herde hat extrem viele davon. Niki87, das Eisenschwein 2, Crazy Viper und Crazy Viper sind die Hüter der Herde für den August 2019. Crazy Viper hat einfach zweimal gespendet. Dankeschön. Betreuer der Herde ist und bleibt der liebe Erl. Auch an dich, Dankeschön. Und kleinen Dank nochmal an Ninari und Trollloll für kleinere Beträge. Wenn ihr könnt oder wollt, könnt ihr mich auch auf tippi.com/motility unterstützen. Ich freue mich über jeden von euch. Dankeschön.